Ja, hallo und willkommen zurück zu diesem Let's Play Klassenquest des Jedi-Ritters. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, da freue ich mich drüber. Und wo sind wir noch immer? Ach ja, immer noch auf Makeb. Tafelberg, ja, klasse. Die Kira ist auch an Bord. Oder mit dabei von der Partie. Ja, ist ja noch früh morgens, 9.50 Uhr. wir haben hier noch einige Sachen noch hier offen, sehe ich gerade. Oh weia, was ist denn das alles? Ja, ich bin ein paar Tage her, wo ich aufgenommen habe. Das sind so Nebenquests, wie ich gerade sehe. Und natürlich eine, die Hauptquest. Gut. Dann wollen wir mal gucken, dass wir das hier mal so erledigen. Ich schaue mal nach, was wir hier eigentlich so kurz orientieren. Ach, wir mussten hier fliegen. Ja, ja, gut, da machen wir das. Ups. Willkommen. Bitte wählen Sie eine verfügbare Reiseroute. Wir haben hier zwei Stationen, wo wir hin sollen. Wir sollen einmal dahin. Außergewöhnliche Maßnahmen. Das ist das hier. Und einmal das hier. Was machen wir denn jetzt? Machen wir erst einmal die außergewöhnlichen Maßnahmen. Ich wünsche Ihnen einen sicheren und angenehmen Aufenthalt. So. Hey, warte mal, wir können uns mal kurz buffen. Haben ein bisschen mehr Leben. Sollten wir eigentlich haben. Oder geht das, ging das nur bis Level 59, ab 60 ist vorbei. Könnte nicht auch sein. Ist ja egal. So, dann gucken. Da müssen wir hin, diese Punkte hier, seht ihr das? Flüchtlingslager. Dann muck wieder mal eben. Was sind die anderen Sachen denn noch alle? Meld ich beim Meister Zedral. Ach, Coruscant. Die beiden anderen Quests, das waren auf, genau, auf Coruscant gewesen. Das waren diese die Suchtruide und Makrofernglas Quests. Das wollte ich jetzt ja noch nicht machen. Das kommt ja erst später. Aber die stören jetzt, glaube ich, ein bisschen, ne? Warte mal, ich schalte die mir erstmal aus. Ich vergesse sie schon nicht. Keine Angst. So. Das war einmal die ausschalten und Makrofernglas erstmal ausschalten. Gut. Damit es nicht so irritiert. So. Ups. Hallo. Wackel, wackel. Piep. So. Ich denke mal, wir bleiben hier einfach mal auf dem Weg. Das gibt bestimmt einen Codex-Eintrag, oder? Schön unten bleiben. Ja. Genial. Zack. Codex-Eintrag. Sehr schön. Ja. Einfach mal probieren. Jetzt wird es aber ziemlich voll hier. Warte mal, wir orientieren uns jetzt mal kurz. Warte, warte, warte. Hier weiter und dann müssen wir gleich irgendwie links abbiegen. Jupp. Oh, ging ja gut. Ohne Komplikationen. Hätten wir da schon jetzt abbiegen müssen? Na komm, wir gehen mal hier weiter. Also irgendwie müssen wir jetzt darüber. Kann das sein? Ah, wir müssen da durch. Seht ihr das? Das ist der einzige Weg. Okay. Na toll. Jungs, klasse Straßensperre, muss schon sagen. Da kommt man nicht durch. Ach, Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. So, wir müssen jetzt hier hin. Ja, das war auch gut. So, so. Oh, wir haben uns da gesehen. Ah, der Goldi. Warte mal, können wir nicht, nee, können wir nicht mehr kommen. Ja, dann ist es halt so. Oh, 2 von 30. Da gibt es sogar noch einen Bonus. Eieieiei.
Ich muss sowieso die Leute hier befreien hier. Die zivilen Machtgeiseln. Ich hänge mir fest. Ach so, gestunt gewesen. So, du bist frei. Hallo? 1 von 4. Ach so, in jedem Lager muss ich hier, warte mal, da ist keiner dabei. Oh, hier. Hallöchen. Und auf Wiedergesehen. Bam. So. Wackel, wackel. Also manchmal ist es ein bisschen am Wackeln hier, ne? Komm mal her hier. Komm mal her, komm mal her, komm mal her, ja. So ist doch nett. So. Nummer 3. Einen müssen wir noch. Wir sollen den Ding hier in der Mitte. Hi! Genau. Oh, hier sind sogar 2. Oh. Wir brauchen aber nur noch einen, ne? Das ist zumindest für den einen ja aber leid. So. Können wir die auch noch befreien? Guck mal nach. Nee. Tja. Dumm gelaufen, würde ich sagen. So. Aufsatteln. Wir müssen hier wieder raus. Ach, das sind auch noch, wären auch noch welche gewesen. Ganz einfach zu befreien. Ist doch manchmal nicht wahr. So, wir kommen, glaube ich, hier über den Zaun aber wieder drüber weg. Ja. Da steht einer einfach nur so rum. Befreit. Gehen wir mal da rein, das sieht gut aus. Hallöchen, Leute. Bam. Friss mein Lichtschwert. Hier sind gleich 2. Und hier noch einen. So, einen müssen wir befreien. Ja, denke mal. Ups. Die Kamera manchmal so. Dafür müssen wir nochmal wieder hier raus, da um die Ecke und dorthin. Machen wir. Mal gucken, ob wir jetzt hier so durchkommen. Na, Glück haben, ja. Boah, sieht gut aus. So, hier noch rein. Naja, wir müssen vorne durch die Vordertür durch. Ich glaube, hier gibt es doch keinen Schummelweg, oder? Doch. Schummelweg. Okay. Hallöchen, komm mal her hier. Jo. So gefällt mir das. Steht ja immer noch. Okay. Mach du mal eben. Na, Tresor einräumen hier, komm, Kira pack ein. Kira pack ein. Gut. So, 2 müssen wir noch. Oh, hi. So, und 2 müssen wir noch befreien. Die holen wir uns hier. Komm mal her. Gestunt. Oh, ich hasse so, als wenn man gestunt wird. So. Und hier habe ich noch einen gesehen. So,
dringen in den Regulatorbunker ein. Echt jetzt? Wo finden wir den jetzt? Kurz orientieren. Da finden wir den. Wie kommen wir da hin? Das sieht doch eher aus wie vom Felsen umgeben. Wahrscheinlich... Ich vermute mal hier lang. Also da raus, ne? Ne, da müssen wir lang. Gut, dass wir noch nachgeguckt haben. Also da geht's auch nicht weiter, oder? Ich guck mal. Ah, guck, da hat sich ein Weg offenbart. Ich vermute... Ach, da hinten müssen wir rein, seht ihr das? Da. Okay, da kommen wir nicht durch. Das wird nichts. Das sieht schon so, dass es nichts wird. Ich muss einfach mal die beiden hier vorne vor. Einer kommt noch. Komm mal hergelaufen. Dann komm doch her. Oh. Dann nicht. So. Kurz heilen. So, wir umlaufen ja aber mal eben alle. Ach, da denkst du, du kannst mal umlaufen? Pustekuchen. Aber so geht's auch. Captain Nichols, Hallöchen. Arin! Zurück. Bleib bei den Geiseln. Du kannst entkommen. Es ist vorbei. Siehst du das nicht? Du kannst dich nicht mal mehr bewegen. Bitte, jemand muss ihm helfen. Dieser Mann hat euch tagelang als Geisel genommen und jetzt seid ihr besorgt, dass er sterben könnte? Ich bin keine Geisel. Ich bin seine Frau. Ich weiß, es war falsch, was er getan hat. Aber er wollte uns nur retten. Niemand wurde verletzt, seht ihr? Was ist mit den Beschützern? Das sind keine Soldaten. Er hat Zivilisten getötet. Er gehört zu den Regulatoren. Sie haben alle auf Marquet verraten. Die Regulatoren sind fort. Wir wollen nur hier weg. Mein Mann hat versucht, auf der Ark Plätze für seine Familie zu bekommen. Das wollten alle seine Leute. Ihr hättet dasselbe getan. Ihr hättet zur Republik kommen können, zu den Beschützern, ohne die ganze Gewalt. Wer sagt denn, dass wir die Familien der Regulatoren nicht evakuieren? Und hättet ihr uns mitkommen lassen? Und Shalim? Ihr habt den Rest meiner Leute getötet. Ich sterbe mit ihnen. Aber meine Familie wusste nichts von meinem Plan. Nein, wir lassen dich nicht zurück. Bitte, lass ihn mit uns gehen. Er wird sich der Republik ergeben, das schwöre ich. Ihr könnt mit eurem Mann auf die Ark, aber er wird sich für seine Taten verantworten müssen. Ein Ticket ins Gefängnis, was? Willst du wirklich die Frau eines Verbrechers sein? Besser als seine Witwe zu sein. Ich danke euch. Alles klar, Leute. Bleibt einfach, wo ihr seid. Wir zählen euch durch und untersuchen euch. Wir geben Ted und Samson Bescheid, damit sie wissen, dass die Gefahr vorüber ist. Ihr habt bei Captain Nichols richtig gehandelt. Wir danken euch. Ja, da war ja nun auch ein Kind dabei gewesen, ne? Das wäre ja nun auch ein schlechter Eindruck gewesen, ne? Wenn ein Jedi vor einem Kind den Vater tötet. Dort geht gar nicht. So, hier sind wir fertig. Kehre zu Brünn Samson zurück. Wo auch immer der ist. Können wir das auf der Map sehen?
Ja, ich glaube, das ist da. Ja, genau, da ist der. Gut, da könnten wir jetzt aber ganz schnell hinspringen und uns die Belohnung abholen. Das machen wir eben, dann ist die Sache abgeschlossen. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Die Richtung. Ich habe mich um die Söldner gekümmert. Die Lager der Beschützer sind sicher. Wie es aussieht, wird der Regulator Captain Nichols überleben. Seine Frau und sein Sohn haben sich gefühlte 1000 Mal bei uns bedankt. Wenn die Ark abhebt, solltet ihr dort sein, um Nichols an Bord zu bringen. Von uns bekommt er keine Hilfe. Ich konnte ihn nicht zum Sterben zurücklassen. Das wäre gegen alles, woran die Jedi glauben. Ich hatte vergessen, was für Idioten ihr seid. Bei den Beschützern würde er nicht lange durchhalten. Shalim braucht jemanden, der seine Leute für ihre Taten verantwortlich macht. Sie gehören vielleicht noch nicht zur Republik, aber sie können sich so verhalten. Ich habe unserem Captain erzählt, was ihr für uns getan habt. Er hat mir erlaubt, euch dies aus unseren Lagerbeständen zu geben. Nehmt es und geht. Wenn wir jeden Mistkerl auf diesem Felsen retten sollen, haben wir eine Menge Arbeit vor uns. Der scheint ein bisschen grummelig zu sein. Oh, Level Up ist für ihn. Zerbrennen. So. Willkommen. Bitte wählen Sie eine verfügbare Reiseroute. Schon gewählt. Ach, ich sehe gerade, wir haben auch Post. Da muss ich dann mal nachgucken. Gucken, haben wir hier einen Postkasten? Einen Postkasten? Es sieht da leider nicht nach aus. Egal. Erstmal hier im Menü. Warten Sie die Untersuchung und Produktvorschläge ab. Oh, hier ist ja eine Menge drin. So, das verkaufen wir schon mal so, das kann weg. Was ist mit dem Ding hier? Das Ding ist schlecht, aber... Wie sieht es optisch aus? Nee. Naja, das ist glaube ich nichts. Das verkaufen wir auch. So, das Ding ist mit Sicherheit auch schlechter. Weg damit. Wie sieht es mit denen aus? Nein. Nein. Ach, komm weg. Der Gürtel. Oh. Oh. Ah, komm trotzdem. Weg. Weg. Das behalten wir erstmal noch. Was packe ich mal nach unten hin? Ich muss mal gucken, dass ich mal irgendwann mal verkaufe den Krams. 5100. 5100. Egal, weg damit. Brauche ich alles hier aufbewahren. So, das kann auch weg. Sie sind einsatzbereit. Kehren Sie auf Ihren Posten zurück. So, was kann der Gürtel? Weg. Melden Sie Ihre Beschwerden. Ja, manchmal muss man halt mal ein bisschen aufräumen. Sie sind einsatzbereit. Das nutzt alles nichts. Kehren Sie auf Ihren Posten zurück. Sonst lagert man voll und dann stehst du da. Hä? Hey. So, warte mal, da müssen wir gar nicht rein. Sondern... Sorry Leute, ich hab einen Frosch im Hals. Ach, diese Bohranlagen. Stimmt, da kommt doch gleich irgendwie was. Wir jetzt mal gucken, dass wir jetzt hier durchkommen. Dumm, die dumm. Die dumm, dumm, dumm. So, ist es jetzt wirklich verdeckt vor mir jetzt? Ja. Sicherheitsvorrichtung der von Plattform Keta. Ich kann das untere leider deaktivieren, die Sicherheitsvorkehrung. Okay. Also, dass wir da jetzt da ganz unbeschadet reinkommen, kann ich mir fast gar nicht vorstellen. Sieht bis jetzt gut aus. Ein bisschen näher ranzoomen.
Okay. Eurohing reingekommen sind wir schon mal sehr gut. Ich breche gerade euren Rekord, Boss. So, 1 von 3.